Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Saarländerinnen und Saarländer. Wenn ich Sie hier alle im Raum fragen würde, ob Sie schon einmal etwas im Internet bestellt haben, würden wahrscheinlich alle, ich gehe mal von aus, der Großteil mit Ja antworten, mich inbegriffen. Aber haben sich jemals die Frage gestellt, Entschuldigung, ich bin gerade raus, unter welchen Bedingungen die meisten Zustellerinnen und Zusteller tagtäglich arbeiten müssen, wann deren Arbeitstag beginnt und wann endet, wie hoch mittlerweile die Anzahl an Paketen ist, die eine Zustellerin, ein Zusteller tagtäglich durchschnittlich ausliefern muss, welches Gesamtgewicht man am Ende des Tages getragen hat oder wie hoch der Lohn ist, den man am Ende des Monats ausbezahlt bekommt. Die Zahlen und Fakten sind erschreckend. Dies belegt folgendes Beispiel eines Arbeitsalltages von Iuri Popescu aus Rumänien, über den die Süddeutsche Zeitung am 15.12.2017, also vor 6 Jahren, berichtet hatte. Ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, Frau Präsidentin, morgens um 3:30 geht es los. Popescu lädt Pakete aus, scannt im Depot in eisiger Kälte Pakete ein, belädt seinen weißen Lieferwagen neu, den DPD seinem Arbeitgeber, einem Subunternehmen, zur Verfügung gestellt hat. Erst um 8:30 beginnt seine Tour, 70 Kilometer lang mit etwa 115 Stops. Im Durchschnitt liefert er jeden Tag 200 Pakete ab. Gegen 18 Uhr ist sein Arbeitstag zu Ende, wenn die Retouren und Päckchen von Firmen abgeholt sind. Da Popescu auch samstags arbeitet, kommt er leicht auf 75 Stunden pro Woche bei einem Verdienst von 1.600 Euro brutto. Dieses Beispiel, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat nichts an seiner Aktualität verloren, wie man vor einigen Wochen in den Medien über die Arbeitsbedingungen bei Amazon gehört hat. Der wachsende E-Commerce, der Versandhandel sowie auch die Corona-Pandemie haben dazu geführt, dass der sogenannte B2C-Versand, der Kunde bestellt im Internet und bekommt es bis zur Haustür geliefert, immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Aktuell belaufen sich die jährlichen Paketsendungen auf sage und schreibe 4,15 Milliarden in Deutschland, Tendenz steigend, wobei bis 2025 eine Steigerung um 25%, um weitere 25% erwartet wird. Ein Aufschwung, der auf der einen Seite natürlich aus ökonomischen Gründen positiv zu bewerten ist, auf der anderen Seite hat dieser Aufschwung aber auch dazu geführt, dass Ausbeutung und prekäre Beschäftigung mittlerweile ein Maß angenommen haben, welches man als erniedrigend und sozusagen auch menschenunwürdig bezeichnen kann. Wie in vielen anderen Branchen, wir haben es heute schon gehört, fehlt es auch in der Cap-Branche seit Jahren an Arbeitern, sodass die Arbeitgeber Arbeits- und Fachkräfte aus dem Ausland rekrutiert haben und dies immer noch tun. Überwiegend kommen diese Menschen, ungelogen, so muss man auch konzentriert festhalten, aus Osteuropa, sind männlich, sprechen meistens kein oder nur gebrochenes Deutsch und kennen sich mit unseren Gesetzen und Vorschriften nicht aus. Im wahrsten Sinne des Wortes ein gefundenes Opfer, das man ausnutzen und ausbeuten kann. Denn kaum jemand von diesen osteuropäischen Beschäftigten traut sich etwas zu sagen, vor allem dann nicht, wenn der eigene Aufenthalt hier in Deutschland von einem bestehenden Arbeitsverhältnis abhängt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ausbeutung, prekäre Beschäftigung, gesetzeswidrige Arbeitsbedingungen und kriminelle Machenschaften sind mittlerweile zum Alltag in der Cap-Branche geworden. Solche Verhältnisse sind mit unserem sozialdemokratischen Verständnis von fairer Arbeit nicht in Einklang zu bringen und dürfen daher keinen Raum in unserer Gesellschaft haben. Aber wie konnte es nur so weit kommen? Ich habe es eben schon ein bisschen erklärt, aber folgende Zahlen und Fakten machen dies noch weiterhin deutlich. Mehr Pakete, wir sprechen aktuell von 16 Millionen Sendungen pro Tag und im Weihnachtsgeschäft von bis zu 22 Millionen Sendungen, bedeuten natürlich auch immer größere logistische Herausforderungen, verbunden mit zunehmendem zeitlichen Druck, die Sendungen zeitnah oder sogar just in time zuzustellen. Bis an die Decke beladene Fahrzeuge, über 200 Stops am Tag und Pakete tragen bis zu einem Gesamtgewicht von bis zu 2 Tonnen. Ja, Sie haben richtig gehört, 2 Tonnen. Vergleichbar entspricht das einem ausgewachsenen Elefanten. Heute alles keine Seltenheit mehr.
Hinzu kommen regelmäßige Überstunden, bedingt durch die hohe Anzahl an Paketen, aber auch durch den sogenannten Starkverkehr im Weihnachtsgeschäft. Sie wissen, Weihnachtsgeschäft, bestellen, zurückschicken und so weiter. Ganz besonders ausbeuterische Arbeitsbedingungen finden sich vor allem auf der besonders kostenintensiven sogenannten letzten Meile, vom Paket bzw. Verteilzentrum zum Kunden zur Kundin. Diese letzte Meile kann bis zu 50% der Gesamtkosten des Transports der zuzustellenden Sendungen betragen. Umso größer natürlich das Interesse gewisser Unternehmen, diese Kosten und das damit verbundene Kostenrisiko auszulagern. Was machen also diese Unternehmen? Unternehmen wie Amazon und die großen Paketdienstleister wie DPD, Hermes, GLS und UPS. Sie beauftragen Subunternehmer oder sogenannte Solo-Selbstständige im Rahmen von Werkverträgen für eben genau diese letzte Meile. Solche kleinen Subunternehmen bieten die Auslieferung der Pakete viel kostengünstiger an, da sie ihren Beschäftigten einen Lohn zahlen, der weit unter dem gängigen Tariflohn liegt, stellenweise sogar unter dem Mindestlohn. Die Unternehmen sind meist so klein, in der Regel unter 10 Beschäftigten, dass das Kündigungsschutzgesetz keine Anwendung findet. Man umgeht also bewusst den Schutz der Beschäftigten. Das ist sittenwidrig und nicht zu tolerieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Paketzustellung muss auch anders gehen, und zwar mit guter Arbeit und guten Arbeitsbedingungen. Daher müssen Werkverträge und Nachunternehmerketten in der Paketbranche verboten werden. Es darf keine Möglichkeit mehr bestehen, ausbeuterische Arbeitsbedingungen zu schaffen und die Not und Abhängigkeit der Arbeiter auszunutzen. Es gilt, den schwarzen Schafen der Branche die rote Karte zu zeigen. Da dürfen wir als Politik nicht wegschauen. Es kann nicht sein, dass Zustellerinnen und Zusteller bei Amazon eine Strafe von bis zu 500 Euro zahlen müssen, wenn sie ein Paket nicht abgeben, oder Unfallschäden während der Auslieferung komplett selbst tragen müssen. Es kann nicht sein, dass die Beschäftigten zum Teil in ihren eigenen Fahrzeugen übernachten müssen, ohne sanitäre Anlagen, oder sie bei Krankheit und Arbeitsunfähigkeit die Kündigung erhalten. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die Realität, in der wir leben. Und das sind kriminelle Machenschaften. Solche Methoden darf es in unserem Land nicht geben. Das hängt natürlich auch damit zusammen, ich habe es eben schon erwähnt, dass gerade in diesem Bereich wenige tarifgebundene Arbeitsplätze vorhanden sind und Betriebsräte eher die Ausnahme. Konkrete Zahlen: 42% der Unternehmen haben maximal 9 Beschäftigte und bei 44% liegt die Beschäftigtenzahl zwischen 10 und 15 Mitarbeiterinnen. Wenn wir hier nicht aktiv werden, dann nehmen wir zum einen die schlechten Arbeitsbedingungen einfach hin, zum anderen wird dann der Anteil tarifgebundener Arbeitsplätze weiter zurückgehen. Was wir für die Fleischbranche bereits geschafft haben, muss über kurz oder lang auch für die Paketbranche gelten. An dieser Stelle positioniere ich mich klar, und zwar ganz klar. Wir brauchen mehr Tarifbindung in unserem Land. Wir brauchen mehr gute und faire Arbeitsbedingungen in unserem Land für das Wohl der Arbeiterinnen und Arbeiter. Wir fordern daher die Bundesregierung und den Bundesgesetzgeber dazu auf, dafür zu sorgen, dass Werkverträge, Subunternehmerverträge und Subunternehmerkettenverträge wie in der Fleischbranche verboten werden, dass unsere Paketzustellerinnen und Zusteller nur Pakete bis zu 20 Kilo heben müssen und wenn es doch mal Pakete gibt, die schwerer sind, dass dies wenigstens auf dem Paket draufsteht, dass die bereits bestehenden arbeitsrechtlichen Bedingungen verstärkt durchgesetzt werden, dies auch durch die Stärkung des Zolls. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich nun zum Ende meiner Rede komme, möchte ich noch eines sagen. Für uns als SPD-Fraktion zählt gute Arbeit für ein gutes Leben in allen Branchen. Lassen Sie uns gemeinsam für gute Arbeitsbedingungen und für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einstehen. Ich bitte daher um Zustimmung zu unserem Antrag. Glück auf!